gutes Hotel, gutes Wetter, sehr gutes Essen, gute Erkenntnisse, ein Top-Rasenplatz und voller Tatendrang für Stuttgart. Für mich ist Trainingslager immer ein gutes Ding. Man kommt mit den Jungs wieder neu zusammen. Man gerade nach 10 Tagen freie Zeit, wo man auch Zeit mit der Familie hat, sieht man die Jungs wieder und ja, es macht Spaß. Jeder ist gut mit drin, jeder arbeitet gut und ja, wir freuen uns dann natürlich so auf die nächste Woche. Ergebnissen her, muss man es ja unterschiedlich betrachten. Ich glaube, erstmal alles in allem hat die Mannschaft diese Woche hervorragend mitgezogen, hat einen sehr guten Spagat gefunden zwischen einer gewissen Lockerheit abseits des Platzes, auch untereinander ein Teamgefühl zu entwickeln, obwohl hoher Konkurrenzkampf da ist. Und wir trotzdem in den Spielen einfach auch dann oder auch im Training sehr, sehr konzentriert gearbeitet haben. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, wir haben ein richtig gutes Team. Wir haben in allen Spielen haben wir bewiesen, was wir zu leisten imstande sind. Und trotz allem ist es so, dass das hat der Trainer auch deutlich angesprochen, dass wir eine gewisse Sensibilität entwickeln, dass wenn wir führen, dass wir unsere Stärke weiterhin ausbauen und uns dann nicht auf irgendwas ausruhen. Denn das wird dann einfach auch bestraft. Das haben wir in allen 3 Testspielen gesehen. Aber es ist für uns elementar wichtig, dass wir es jetzt ansprechen können. Und unterm Strich muss man sagen, war es ein sehr gutes Trainingslager, wirklich, wo alles gepasst hat. Denn man muss sich so vorstellen, wir können jetzt hier sitzen und können sagen, wir haben 3-0, 2-0 und 2-1 gewonnen, feiern uns alle gegenseitig und verlieren den Blick für die Woche, für Stuttgart, fühlen uns schon zu sicher. Von daher sind wir da sehr, sehr überzeugt davon. Robin, sehr gut, Robin. Vorwärts gespielt. Gut, Robin. Robin, los.